Kindergarten-Adventure-Motorräder gibt es viele. Beim ersten Schottersteinchen knallt das Fahrwerk durch, beim ersten Sprüngchen steht's an. Hier hinter mir steht aber genau das Gegenteil, eine scharfe Maschine, die genau für eins ausgelegt ist, für Offroad, für Onroad und für echten Fahrspaß mit leichtem Gewicht und einem extrem starken Fahrwerk. Und ich fahre für euch heute eine dicke, fette Runde und erzähle euch alles, was ihr wissen müsst. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist motorchecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet und hinter mir wirklich was ganz Besonderes. Die Enduro-Modelle von der Pira Mobility Group, egal ob Gasgas, KTM oder wie es hier hinter mir steht, Husqvarna, sind Benchmark in vielen Kategoriebereichen. Dementsprechend möchte ich mit euch jetzt eine Runde fahren und erzählen, was wichtig ist. Heureka! Welcome to the world of echten Enduro-Fahren. Ich bin richtig gut in Englisch und habe heute eine spannende Geschichte zu erzählen zur 701 Enduro, denn das ist etwas ganz Besonderes und alle Freaks da draußen, die den Offroad-Sport lieben, werden dieses Video sehen wollen, denn das ist Offroad-Sport für die Straße, legal mit niedrigem Gewicht und gleichzeitig einen echten Reisekomfort. Warum, das erzähle ich euch gleich, aber zuerst mal das Wichtigste vorweg. Der Motor ist der größte Einbaum der Erde. Es gibt aktuell keinen größeren Einzylinder, der neu in Serie gefertigt wird und der Motor ist schon so alt, dass es der älteste Motor ist, den KTM aktuell im Portfolio hat, der so in dieser Form fast exakt gleich in der Rallye Dakar vor zig Jahren mitgefahren ist. Also das ist die Ursuppe von KTM. Das bedeutet auch eins, der Motor wird noch immer gefertigt zum viel höheren Preis als alle anderen Motoren. Dementsprechend gibt es den nur in der Supermoto und in der Enduro, weil der Motor halt einfach kostspieliger ist. Wenn du daran denkst, 890er Motor, 1290er Motor, dann gibt es in 10 Trillionen Motorrädern den Einzylinder, den gibt es wirklich nur in zwei Modellen, was sich erstens dort am meisten Spaß bereitet und dort einfach die Entwicklung schon voll abgeschlossen ist und kein neuer Rahmen dafür angefertigt werden muss. Ich kann den Motor auch übrigens auf A2 drosseln, dann kann ich ihn mit 18 Jahren schon fahren und auch wichtig für viele da draußen, der Motor ist halt immer auf Offroad entwickelt worden. Dementsprechend Schwungmassen, Gasannahme und Co. sind genau darauf ausgelegt, dass du Highspeed und Lowspeed im Offroad-Segment bewältigen kannst. Und das in Kombination mit moderner Abstimmung macht ihn dann auch zum Straßenmotor. Es hat ihn auch in den letzten Jahren ordentlich gezähmt, muss man dazu sagen. Also wenn du 2017er, 2016er, 2015er denkst, da wird der Motor noch ordentlich rabiater sein. Aber die Leistungsentfaltung oben raus ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden und deutlich stärker geworden. Es läuft sehr mager, das Motorrad, das muss man auch ganz klar sagen. Pirate Racing, der YouTube-Kanal, mit dem ich gerne immer über Leistungskurven und Co. mir Informationen hole, der hat das auch gezeigt, dass die einfach immer magerer laufen, die Huskies und Husqvarnas, aber dafür sind sie halt einfach noch immer King. King sind sie nämlich nicht nur dort, sondern sie sind auch King im Tuningverhalten. Für diese alten Motoren gibt es halt einfach extrem leichte und kostengünstige Eingriffe, um es zu optimieren mit mehr Leistung, mit einem besseren Lauf, mit einer besseren Abstimmung. Power Commanders gibt es hier, es gibt hier Dongles, damit du das ABS noch komplett deaktivieren kannst. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, Anpassungen zu treffen und das fürs kleine Geld. Der Motor hält es darüber hinaus auch noch aus, weil er halt einfach robust ist. Einzig der Schwachpunkt, den sich da durchaus in den letzten Jahren noch gezeigt hat oder in den letzten Jahren noch da war, sind gewisse Dichtungen, die hier verbaut wurden, sind irgendwann mal aktualisiert worden und die Wartungsintervalle sollten da penibel genau eingehalten werden, damit euer Motorrad nicht zum Liegen kommt. Aber ansonsten können kilometerlange Wheelies, Offroad-Etappen den Motor gar nichts anhaben und er macht das alles mit und das einfach ohne Probleme. Riesengroßer Benefit, riesengroßer Pluspunkt. Fahrwerksseitig sind alle drei Modelle im Enduro-Bereich komplett gleich. Alle drei verfügen über ein WP-Fahrwerk und alle verfügen über das gleiche Abstimmungsverhalten vom Motorrad. Das ist exakt gleich bei der KTM, bei der Husqvarna und bei der GasGas. Das ist auch das Spannende und dafür haben wahrscheinlich viele von euch da heute eingeschalten. Und das ist einfach das einzige Motorrad, das hartes Offroad-Gelände noch zulässt. Wenn wir daran denken, an diese Plunzen-Motorräder mit 200, 300 Kilo, die sich heutzutage Adventure-Motorräder schimpfen, dann wird man schnell merken, wenn es Offroad geht, da geht nicht mehr viel. Wir haben ein eigenes
Testartikel im neuen Reitwagen drinnen zum Thema Suzuki V-Strom 800, Aprilia Touareg, Yamaha Tenares und Co. Da merkt man ganz klar, da geht nicht mehr so viel. Bei einer Husqvarna oder Gasgas, die wir dort im Test haben, das war die klare Siegerin. Die nächst bessere, oder die nächst drunter unter der Husqvarna, Gasgas, KTM, ich sage jetzt immer nur noch Pira Mobility, unter der Pira Mobility Mopetten war im Endeffekt Aprilia, weil die halt einfach auch noch das Gewichtsverhältnis am besten hatten. Die Tenere war dann der nächste Platz und da darunter kamen dann Suzuki V-Strom. Weit dahinter kam dann noch die Transalp, also die war dann wirklich das letzte in dieser Platzierung. Und noch weiter unten als die Transalp war dann nur noch die Honda Africa Twin. Ziemlich harte Aussage von mir, aber ich muss gestehen, ich möchte die harten Aussagen auch treffen dürfen. Und wenn ihr mich dafür hasst, es ist leider so, probiert es aus. Geht's einmal springen, geht's einmal in die Schottergrube, dann werdet ihr schnell wissen, von was wir hier sprechen. Mit allen Motorrädern, die es aktuell am Markt gibt, kannst du normale Schotterpisten fahren, du kannst auch leichteres Gelände damit fahren. Aber mit denen hier unter mir kannst du halt dann doch noch Sprünge machen, härteres Gelände wählen. Das schlagt nicht sofort alles durch. Es ist bei weitem keine Wettbewerbsenduro, allein schon von der Bodenfreiheit her geht das überhaupt nicht, aber es ist trotzdem so stark und so gut, dass man sagen muss, hey Leute, das passt und funktioniert. Und das gleichzeitig für einen ziemlichen Bagatellbetrag, wenn man sich da anschaut, was andere Modelle in dieser Kategorie kosten. Ich sage da nur Zubehör und Co. Kannst du hier auch drauf schreiben. Ich kann hier sogar ein Rallye-Verbau draufschrauben, wenn ich Bock drauf habe. Das ist halt einfach, die harte Realität zeigt halt, dass Adventure-Motorräder, die auf der Straße gefahren werden, halt Adventure-Motorräder sind, die für die Straße sind. Und das unter mir halt einfach genau das nicht ist. Das unter mir ist halt noch immer, ja, Offroad fokussiert. Das bringt aber auch gleich ein anderes Thema auf den Tisch, nämlich wie fährt es dann auf der Straße? Weil wenn du Offroad unterwegs sein willst, dann musst du einen Kompromiss auf der Straße machen. Und da ist die Husqvarna nicht schlecht unterwegs. Sie ist gut. Sie fällt aber durchaus durch das Offroad-Fahrwerk sehr schnell und sehr stark in die Kurve rein. Die Stollenreifen auf dem Asphalt halten zwar gut, aber das Fahrverhalten ist sehr kibbelig. Gerade ab einem gewissen Punkt, da kippt es dann ordentlich in die Kurve rein. Man muss als Fahrer durchaus ein bisschen kämpfen. Na, kämpfen ist das falsche Wichtige. Man muss durchaus wissen, was man bei hoher Schräglage tut, damit die Stollenreifen nicht überfordert sind und gleichzeitig aber auch der Motorradfahrer an sich an Spaß dabei hat. Es ist jetzt nicht so gut wie eine Suzuki V-Strom. Es ist jetzt nicht so gut wie eine große Adventure, die auf der Straße fahren kann. Dafür ist sie nicht gedacht. Es ist auch bei weitem nicht so komfortabel. Wir sitzen zwar extrem aufrecht, aber die schmale und kleine Bauweise, die uns ein niedriges Gewicht beschert, die sorgt auch dafür, dass wir ordentliche Vibrationen am Lenker haben. Dass wir halt einfach auch eine schmale Sitzbank haben. Dass der Sozius nicht so bequem sitzen kann. Aber die Frage ist halt, was suchst du dann wieder? Und ich glaube, wer sich so einen Enduro nimmt, der sucht ganz was Spezielles. Der sucht den TED, der sucht Offroad-Pisten, der sucht etwas. Der möchte im Wald herumheizen, der möchte was erleben, was nicht nur auf der Straße ist. Und da hat Husqvarna, KTM und GasGas den richtigen Riecher gehabt, weil es ist aktuell die einzige, die du in der Form kaufen kannst, die diese Qualitäten bietet in der Kategorie. Es ist einfach so, dass manche Motorräder einfach zu billig verkauft werden. Und das klingt jetzt ziemlich böse, weil das Motorrad ja doch, wie ihr seht, einiges kostet, aber, und das ist so spannend und wichtig, es hat alles, was du brauchst. Ich schwöre dir das, das nimmst du aus der Box raus, die Enduro hier, fährst damit alles, was du willst, nimmst deine Untergatschi, einen Rucksack und die Sache hat es erledigt oder schnallst es noch schnell drauf, aufs Motorrad vorne oder hinten, ist völlig Bovidel, fährst damit und wirst da Freude haben. Wenn du dann hinschaust, was andere für einstellbare Bremshebel, Brembos und Co. noch zusätzlich verrechnen würden, da bist du halt hier mit dem Preis schon wirklich auf der günstigen Seite und das ist halt schon Magura, Brembos, alles was du brauchst, das ist schon wirklich geil. Da wird es wenig geben, was du nachrüsten musst, technisch, vielleicht noch ein Rallye-Aufbau, wenn du unbedingt drauf stehst oder Seitenkoffer, aber das war's dann schon, dafür hast du schon ziemlich viel. Das ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Der ganze Fokus, was Offroad angeht, spielt sich natürlich auch in der Bremserei nieder. Die Kategorie, wer sollte sich das Motorrad kaufen und wer sollte sich das Motorrad nicht kaufen, möchte ich erstmal ein paar Menschen ausschließen, die einfach nicht auf das Motorrad passen würden. Und da trifft es die Körpergröße. Ich mit meiner 1,80, 1,83, 1,84 habe echte Probleme, dass ich runterkomme. Beziehungsweise noch keine Probleme, aber es ist sehr grenzwertig. Wäre ich kleiner, würde ich mir dieses Motorrad schlicht und ergreifend nicht antun, weil der Federweg hier so enorm hoch ist und vor allem auch
die Sitzhöhe an sich sehr hoch. Die zweite Personengruppe, die ich ausschließen wollen würde, ist alle, die nur Schein-Adventure haben wollen. Die nur Adventure und Touring im Kopf haben, aber nicht wirkliches Offroad-Pisten fahren. Da meine ich auch nicht die Leute, die Schotterpisten fahren, weil die können noch immer die klassischen Adventure-Motorräder kaufen und werden damit eine riesengroße Freude haben. Die können sich aber auch dieses Motorrad kaufen, aber dann müssen sie auf der Straße mit echten Abstrichen rechnen. Weil das ist halt einfach wesentlich agiler, wesentlich leichter und wesentlich spritziger im Fahrverhalten als eine große, schwere Adventure-Maschine. Und komplett ausschließen würde ich die Menschen, die nur auf der Straße fahren. Ganz ehrlich, kauft euch die Supermoto, habt ihr genauso viel Spaß und genauso viele Möglichkeiten. Oder kauft ein normales Adventure-Motorrad, das reicht allemal dafür aus. Da braucht ihr nicht diesen Style kaufen, weil das hier ist nämlich nicht nur Style, sondern es ist auch Funktion. Und Funktion bedeutet immer in gewissen Bereichen Nachteile. Und diese Nachteile zu kompensieren, bedarf einfach ein bisschen Leidensfähigkeit für die Straße, auch wenn die Leidensfähigkeit bei mir sehr niedrig ist. Weil ich das sehr wertschätze, was das Motorrad kann und was das Motorrad ist. Das ist ein sehr zugetrimmtes Motorrad auf eine bestimmte Zielgruppe, die längere Offroad-Etappen im Auge hat, die längere Etappen im Auge hat, wo es einmal nicht auf der Straße und am Asphalt zugeht und wo es einfach auch keine Hilfen gibt. Ganz klare Richtlinie, aber trotzdem ganz geil und ganz klar etwas sehr Einzigartiges, was es aktuell auf dem Motorradmarkt noch gibt. Love is in the air! Meine Husqvarna, die hier neben mir steht, ist ein wahr gewordener Traum. Es ist einfach so unpackbar, dass sie trotz Stolle, trotz weichem Fahrwerk, trotz vielen Faktoren, die gegen Straße sprechen, noch immer auf der Straße unterwegs sein kann, legal, ohne dass mich irgendein Polizist anstrudeln kann wegen nicht eingetragener Leistung, ohne dass ich irgendwelche Illegalitäten hätte, die mich stören, sondern ich kann einfach fahren damit, egal wo ich hin will. Ich kann durch Wien fahren und dann noch einen Acker durchfahren und ich kann aber auch ganz einfach über Land damit fahren. Natürlich, es ist nicht der beste Windschutz. Natürlich ist es jetzt nicht das klassische Adventure-Motorrad, das sich der ein oder andere da draußen vorstellt. Aber es ist das, was du am nächsten aktuell kaufen kannst, was mit der Vergangenheit viel mehr zu tun hat als mit der Gegenwart. Was mit der XT zum Beispiel von Yamaha, wo sie die Afrika-Querungen gemacht haben, wo sie die Welten erkundet haben. Das geht halt mit super modernen, voll elektronischen Motorrädern heutzutage nur noch bedingt und geht halt schnell an was kaputt. Das kann ich noch tunen, umbauen, anpassen, Schrauben dran und einfach auch mal abseits der befestigten Piste unterwegs sein, ohne dass ich befürchten muss, dass sich meine Gabel verbiegt. Herrliches Gerät. Ich bin unfassbar beeindruckt davon und ihr wisst, den Motor liebe ich seit Jahren. Es ist jetzt nicht das technisch innovativste, aber es ist das technisch ausgereifteste, was sich in den letzten Jahren immer weiter adaptiert hat und immer weiter verbessert auch hat. Und deswegen ist hier neben mir einfach ein wahr gewordener Traum und um das Geld, was das hier kostet, muss ich gestehen, kann ich einfach nicht Nein sagen. Und ich würde sagen, wenn ich auf die große Tour gehen möchte und das abseits der Straße, wäre das meine Wahl. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch.